Alright guys, wir sind wieder back und heute, meine lieben Freunde, kommen wir zum Character-Tierlist. Ich habe hier ein paar Charakter vorbereitet, also von SA, wir haben hier SSA, ich habe sogar noch COGVO reingemacht, die ich leider immer noch nicht gepult habe, aber ich weiß, was die macht, ich habe hier Gameplay angeguckt und weiß ungefähr, wo ich die einordnen würde. Und ich muss es nochmal erwähnen, es basiert alles auf meiner Meinung, also falls ihr denkt, oh, diese Tierlist ist komplett scheiße, ich... Dann schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr die Tierlist machen würdet, wo ihr Charakter einranken würdet. Dann können wir hier so eine kleine Diskussion starten. Da, wie gesagt, das ist meine Meinung. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Also wie das Ganze hier funktionieren wird, damit das Video nicht komplett lange wird, lese ich mir die Kits nochmal komplett durch von dem Charakter und dann fasse ich die kurz zusammen und werde den Charakter direkt einranken. Ich möchte kein 60 Minuten plus Video machen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Ich möchte ein kompaktes, schnelles Video machen, damit Leute auch wissen, warum er eingeplaced wird, wo ich ihn gerade da reinmache. Aber auch, dass das Video nicht komplett krass lange wird. Ja, fangen wir an mit Park Beom-sik. Das ist der Bre hier. Ich glaube, der ist einfach der schlechteste Charakter im ganzen Spiel. Also, Bro, das Einzige, was er macht, ist Knockdown und bei ein paar Attacken Airborne. Holy shit, also... Das ist krass, also wirklich, der ist wirklich einer der schlechtesten, no front, also, aber mal schauen, mal schauen. Und ich übertreibe wirklich nicht, er hat nur Knockdown und Airborne als Effekt bei allen seinen Attacken. Sonst hat er wirklich nichts, ja, ich übertreibe nicht. Also Park Hejin ist ganz okay, ich würde dir aber einen Pluspunkt geben, weil die ein relativ guter Supporter ist für Sung Jin-Woo. Also mit Support meine ich, dass wenn du Sung Jin-Woo spielst, dann kannst du immer so eine Ability anmachen. Also 1, 2 und 3 ist das, glaube ich, bei PC gewesen. Und das ist immer Support Skill und ihr ist relativ gut. Sie increased den Ultimate Skill Damage bei 50%, also der ultimative der Skill, also von Sung Jin-Woo, erhöht sich um 15% mit dem Damage Share. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und Song Chi-Jul kann auf jeden Fall useful sein. Ich würde sie vielleicht sogar auf B packen, oder? Sein Flächendamage ist relativ nice. Also er gibt erstmal Burn mit ein paar Attacken. Er kann Stun. Und wenn die Gegner Burn haben, macht er mehr Damage. Also er hat schon relativ nice Sachen dabei. Sein Flächendamage ist relativ nice mit seinem Tornado, den er machen kann. Und er macht mehr Damage bei Non-Boss-Enemies. Also ja, jeder, der kein Boss ist, macht er mehr Damage. Also... Der ist ein guter, ja, so Mob-Slayer. Also so alles, was kein Boss ist, wird er, denke ich mal, gut down bekommen. Leider sind nicht die Viecher, also diese kleinen Viecher, schwer, sondern natürlich die Bosse. Die Bosse sind richtig schwer. Deswegen ist das relativ, ja, nicht useless, aber nicht wirklich brauchbar. Die Bosse sind extrem schwer. Und das ist halt, ja, für Crowd-Control, also so großen Flächendamage, ist ganz okay. Aber, bringt nicht wirklich viel. Ich glaube, Yo Jin-Woo ist in der C-Kategorie. Also, er ist ganz solide, würde ich sagen. Can be useful a bit. Er kann Defense geben. Also, ja, jetzt bei den meisten Charakteren ist so Defense nicht wirklich wichtig. Es geht eher auf Damage, Damage, Damage. Ihr wollt so viel Damage machen wie möglich. So schnell schaffen wie möglich. Ja, so schnell wie möglich schaffen die Level. Also, Defense braucht man nicht wirklich. Aber... Sein Support-Skill hat Break, was sehr nice ist. Haben so wenige Charakter. Er gibt Airborne und kann sogar HP regenerieren. Also, der ist ein relativ nicer Tank, würde ich sagen. Leider braucht man nicht wirklich einen Tank. Also, ich sage so, wie es ist. Also, ihr werdet die Runde nicht schaffen, nur weil ihr 10% mehr Defense habt. Also, man muss es realistisch sehen. Er ist okay, sagen wir so. Ja, Kang Taeshik enttäuscht mich ein wenig. Irgendwie das Einzige, was er hat, ist Bleed, was ganz okay ist. Also ich glaube nicht, dass er komplett useless ist. Ich glaube, der macht noch ganz nice Damage. Also dafür, dass er Dark ist, ist er auch gut. Also das spielt ihm auch in die Karten. Leider macht er nur... Also was heißt nur... Er ist ein SA-Charakter, also man sollte nicht zu viel verlangen, ich weiß. Aber er macht halt wirklich nur Bleed. Aber also sein Moveset ist richtig geil, das muss man zugeben. Ich liebe Assassin und sein Moveset ist einfach cool zu spielen. Also, Kim Chul,
Not bad. Ich würde, glaube ich, sogar auf Good packen. B ist, glaube ich, relativ nice für ihn. Er gibt Shield Defense Increase. Er kann Stun, was, ich glaube, die Gegner für eine Sekunde oder für zwei Sekunden kommen, je nachdem. Das können die entscheiden in den Kits. Für ein, zwei Sekunden bewegungsunfähig machen können. Und das, was für mich am geilsten ist, ist Shield. Und ich, ja, ich weiß, ich habe gesagt, so Defense-Sachen sind nicht so geil, weil es geht eher um Damage, 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 die Sachen so schnell wie möglich clearen. Aber wenn man Shield hat, kann man nicht genockbacked werden. Und was meine ich damit? Meistens, also fast bei allen Attacken, wenn ihr angegriffen werdet, oder bei den AOE-Attacken, wenn da so ein großer roter Kreis kommt, dann werdet ihr genockbacked und, könnt für ein, zwei Sekunden nicht angreifen und müsst dann erstmal aufstehen. Wenn ihr Shield habt, dann bekommt ihr kein Knockback und in 2-3 Sekunden, ist schon viel, könnt ihr dann Damage machen, wo ihr eigentlich gehittet werden würdet und genockbacked werden würdet. Also, finde ich relativ nice. Kim Sang-shik. Also, er bekommt nur Damage. Das Einzige, was er bekommt, ist Damage Increase, wenn der Gegner gebreakt ist. Yeah. Also, wie oft in einer Runde breakt ihr den Gegner? Also, ein-, zweimal und dann steht er wieder nach 3 Sekunden auf oder so? Nee. Nee, nee, nee. Up in useless, also der gefällt mir nicht. Also Lee Jo-hee ist ganz okay. Sie kann healen, also das, ich glaube, das ist der einzige Healing-Character. Ich glaube sogar, ja. Der einzige SA-Healing-Character, aber es gibt ja immer noch, der mit B anfängt, ich habe seinen Namen vergessen, also der Typ hier. Aber sie kann auch healen und das ist eigentlich auch, ja, das war's eigentlich. Mit der passiven, mit dem Passive-Skill macht sie 8% mehr HP für alle Member, was ganz cool ist, zum Beispiel COG, wo die braucht HP, wäre das relativ nice. Oder für alle anderen Charakter, die HP brauchen für Damage. Aber sonst, das Einzige, was sie macht, ist Healing und das und ja, ist okay, okay, ist ganz alright. Also jetzt kommen wir zu einem starken SA-Charakter. Ich will nicht sagen broken, aber boah, es ist ein bisschen schwierig. S oder A. Es ist der einzige Charakter, der freezen kann. Ich weiß nicht, ob ich das auf OP machen soll. Ich glaube schon. Ich glaube, die hat es verdient. Ich glaube, die hat es verdient und ich sage euch warum. Sie gibt Freeze bei fast allen Attacken und hat Break als SA-Charakter. Sogar Medium Break. Und wieder Medium Break mit dem QTE. Freeze mit dem QTE. Sie freest mit der Ultimate und macht 20% mehr Damage zu Charaktern, die gefreesen, also Frost haben. Also nicht schlecht, ne? Ist ein SA-Charakter, also und sie ist noch ranged. Also Bro, die ist halt einfach, ja nicht broken, aber die ist sehr gut, sie ist sehr, sehr gut. Also Wu Chin-Jul, Bro, let's be real, wer used den? Let's be real. Das Einzige, was er hat, ist Break, was gut ist. Das Einzige, was er gut hat, ist Break. Und er hat Break Light. Er hat es in seinem Core-Attack, hat er Break, was sehr nice ist. Also zum Beispiel Seojiwu, ein Top-Tier-Charakter. Er hat dann noch Break Light in einem Skill. Was Break Light, also ich glaube, viele wissen es nicht, aber Break Light. Es gibt Break Light, Break Medium und Break Heavy. Und natürlich Break Heavy ist das Beste. Und Break Light macht eigentlich fast gar nichts. Das in einem Skill zu haben, ist, Bro, relativ unnötig. Dann hat er mit dem nächsten Skill Break Medium, was auch ganz okay ist. Also der Typ ist nicht, also das Einzige, was er hat, ist Break. Und das gefällt mir halt nicht so hart, dass er nur, wirklich fast nur Break hat. Ach ja, ich habe vergessen zu sagen, oder vergessen zu erwähnen, weil wir neue Spieler dazukommen. Break ist die Gauge unter dem HP-Balken. Wenn die auf 0 geht, dann zerbricht der Gegner. Also dann wird er gestunt für ein paar, also der Boss, nicht der Gegner, ist nur bei Bossen so. Dann zerbricht der Boss und wird für ein paar Sekunden gestunt und das nennt man den Break-Status. Und wenn Charakter zum Beispiel Break-Heavy haben, dann machen die richtig viel zu dieser Gauge, also zu dieser Leiste. Und wenn die Break-Light haben, dann machen die so ein ganz kleines bisschen. Also, wir haben hier einen kleinen Poison-Charakter. Ich würde die, glaube ich, auf C packen. Kann manchmal useful sein. Sie kann so eine Area machen, wo
Gift ist. Sie macht ein ganz kleines bisschen Break. Macht Airborne, was, ja, ist okay. Und Gift, was so kontinuierlichen Damage macht. Also, ganz solide, würde ich sagen. Aber nicht wirklich usable. Also, ja. Also, sie ist ein interessanter Charakter. Han Song Yi. Not bad. Aber useful. Can be useful a bit. Sie gibt Poison erstmal bei ein paar Attacken. Aber das, was mir ins Auge fällt, ist Increase the Target's Recovery Rate by 70%. Und das ist wirklich nicht schlecht, weil manche Bosse regenerieren ihre HP. Und wenn man das debuffen kann, das ist insane. Also, der Bro. Zum Beispiel dieser Spinnenboss kann. Also, der wird so viel hier, dieser Spinnenboss, dass einfach so nervig sein wird, das zu spielen. Also, oder gegen ihn zu spielen. Und sie kann das einfach debuffen, dass er nicht so viel regeneriert. Das ist wirklich nicht schlecht. Deswegen würde ich sagen, useful, also ein wenig useful, zum Beispiel gegen manche Bosse, die HP regenerieren. Das ist wirklich not bad. Guangdong So, nicht schlecht. Boah, ich weiß nicht, ob ich ihn hier. Ich glaube, ich packe ihn sogar hier rein. Auf B. Er hat viel Break, also er hat sogar Break Heavy, was krass ist für einen Esser-Charakter. Er hat Stun, kann seine HP vergrößern. Wahrscheinlich kann man ihn auch auf HP. Ich kann nicht reden. Wahrscheinlich bildet man ihn auch auf HP. Das heißt, er macht mehr Damage, umso mehr HP der hat. Also hoffe ich mal. Wenn das nicht so ist, dann ja, rest in peace. Also ja, der kommt auf B, wirklich kein schlechter Charakter. Also für SA, ne? Für SA kein schlechter Charakter. Okay, der letzte SA-Charakter, Jokyu Hwan. Boah. Der ist nicht wirklich gut. Also. Ey, Bro. Nee, ich würde es, glaube ich, wirklich so machen. Also, er ist nicht so krass. Er ist nicht so krass. Das Einzige, was er macht, ist Burn. Also, for real. Ist okay, ist okay. Lassen wir es so. Also, Lebora, ganz entspannt auf A. Sie kann ganz okay debuffen. Also, debufft den Gegner, dass er irgendwie 15% mehr Damage bekommt. Und sie kann Dark Elemental Damage erhöhen. Das heißt, sie erhöht nur den Damage von Dark Charaktern. Was okay ist. Wir haben viele Dark Charakter, also B-Spike ist Dark, Lim ist Dark. Und ja, also okay, es gibt okay Anzahl an Dark Charaktern. Also halt, wenn du kein Dark bist, ist das relativ useless. Aber es ist immerhin ein Buff. Ich denke, auf A ist sie ganz gut aufgehoben. Ja, Lim, Alter. Der. Vielleicht sogar auf Broken, ich weiß nicht. S oder SS. Lim ist auf jeden Fall gut. Er ist ein Range-Type. Seine Ultimate ist richtig sick und macht sehr guten Damage. Er hat viel Break. Also, Bro, was wollt ihr mehr? Er ist wirklich, wirklich gut. Also, ich muss mal schauen. Ich würde den erstmal auf S lassen. Er ist sehr gut. Vielleicht werde ich es ein bisschen umtauschen. Lassen wir es erstmal so. Ja, Min Byung-gu, der einzige Healer. Ich würde ihn vielleicht auch sogar auf S packen, weil er healt eine gute Menge eigentlich, wenn ihr ihn gut bildet. Er kann debuffen und kann die Power Gauge rechargen. Also wirklich kein schlechter Charakter. Ich würde ihn hinter Lim packen. Oh. Wir sind schon bei Seo Jivu. Es ist mein Lieblingscharakter. Mit Abstand wahrscheinlich sogar. Holy shit, ist die fucking broken. Das ist wirklich insane. Was? Also, dieser Unterschied von normalen Charaktern und sie ist halt wirklich insane. Das Einzige, was sie stört, ist halt wirklich Mana. Sie braucht Mana, weil sie so mit die Attacken spammen kann, weil es funktioniert so. Ihre Attacken resetten sich, wenn sie ihr Core-Attack macht. Ich glaube, so war das. Und wenn sie eine Attacke macht, dann resetten sich die anderen und so kann die so einen Infinite Loop machen, dass sie die ganze Zeit angreift. Und oh mein Gott, ist das heftig. Das ist gepaart mit Shield, mit Knockback und, ja, mit Break. Bro, was willst du mehr? Sie kann unendlich kombon, sie hat Break, sie hat sogar Break an ihrem Core. Ah ne, nicht an ihrem Core, an ihrem, doch, an ihrem Core, Break an ihrem Core, Bro. Seo Jivu, ich sag's euch. Ja, also, die ist wirklich insane. Die ist halt wirklich insane. Bro, B-Spike, also Bro.
Bro, Beastbike. Also ich war erst vielleicht sogar doch besser als Lim. Könnte sogar sein. Es kommt ein bisschen auf Dupes an, aber warum verliert er HP, wenn er angreift? Kann mir das bitte einer sagen? Why? Einfach warum? Warum? Oh mein Gott. Also er ist schlechter als Chojungin und verliert HP, wenn er Damage macht. Kann mir das bitte einer erklären? Bro, also ich sehe noch gerade, er macht Increased Damage Taken bei 50%. Ich glaube, er bekommt einfach 15% dann mehr Schaden. Ja, aber er gibt sich Attack Speed mehr mit seinen Beastformen. Er bekommt Super Armor. Und er macht Continuous Damage. Also das ist sowas wie Bleed, Poison und so. Ich glaube, der macht sogar Bleed, aber ich glaube, das steht hier gerade nicht auf der Seite. Also ist ganz alright. Und wie ich das bei der Ultimate lese, er macht mehr Damage, umso mehr HP er verliert. Also, ey, also, warum? Warum? Why? Also, ich habe ihn auf 2 Sterne und der ist ganz okay, aber warum? Warum diese Condition? Warum verliert er HP? Ja, egal. Ja, scheiß drauf. Also, er ist ganz okay. Er ist ein guter Damage-Dealer, aber er hat halt einen Preis zu zahlen, ne? Also, Bike Yonho, der normale, ist Break, Break, Break. Und ich weiß, viele sagen so, hey, ist doch heftig, wenn er alle seine Attacken haben, fast Break. Also fast alle seine Attacken, ich glaube, außer seine Ultimate. Du sagst auch die ganze Zeit, Break ist übel heftig. Ja, aber nur Break zu haben, reicht halt nicht als guter Charakter. Nur Break zu haben, ist nicht wirklich heftig. Also er hat noch eine andere Fähigkeit. Bei manchen Skills macht er 400%, also zum Beispiel bei seiner Ultimate, 400% als Damage von seinem Defense-Stat. Das könnte vielleicht nuken. Das ist vielleicht nicht schlecht. Also dagegen sage ich nichts, aber mehr hat er leider nicht. Er hat noch Defense Reduction, aber ist okay. Defense Reduction für Gegner ist ganz nice, weil er macht dann im Umkehrschluss mehr Damage. Aber ja, er ist ganz okay. Also er ist ganz alright. Vielleicht sogar besser als Lebora. Ach, also die sind beide auf dem gleichen Level ungefähr. Also finde ich. Naja. Aber musst du gute halten. Er ist gut gegen die Spinne, ja. Der und der sind gut gegen die Spinne. Also man muss das auch ein bisschen zugute halten, dass sie Licht sind. Ich glaube, da können die wirklich scheinen. Oh, shit. Cha-Hei-In. Ich glaube, viele haben darauf gewartet. Cha-Hei-In. Wie rank ich die? Also Cha-Hei-In hat so viel. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das ranken soll. Beide sind crazy OP. Und ich muss sagen, ich habe Cha-Hei-In immer noch nicht. Ich konnte die nicht ausprobieren, aber das, was ich hier sehe und das, was ich als Gameplay gesehen habe und das, was ich auch ein bisschen jetzt in-game gespielt habe, in ein paar Modis konnte man die ausprobieren. Die ist OP. Die ist geisteskrank. Also was anderes kann man nicht sagen. Der beste DPS wahrscheinlich. MCO Jiwoo ist halt gut, weil sie kann. Also die macht nicht krank viel Damage vielleicht, wie Choi-Jung-In. Choi-Jung-In kommt auch noch gleich, keine Sorge. Aber wie Cha-Hei-In. Aber sie kann extrem lange kommen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir echt wirklich nicht sicher. Vielleicht sind die ungefähr auf dem gleichen Level, würde ich sagen. Aber sie hat so viel in ihren Attacken drin. Sie macht Knockdown. Sie gibt einen Brand-Effekt. Unrecoverable für Target is unable to recover HP. What am I reading? Die Gegner können nicht healen. Der Spinnboss ist einfach komplett exposed. Also der Spinnboss, der HP regenerieren kann. Er kann kein HP regenerieren. Ja, Bro. Also. Hat viel zu OP. Unser Brand-Effekt increases Damage bei 50%. Richtig nice. Sie erhöht ihr Crit-Damage und Crit-Rate. Also. Die wird so viel Crit-Damage machen, das ist gar nicht mehr lustig. Ihr Support-Skill ist auch krass. Er increases Critical Hit-Rate und Critical Hit-Damage bei 12% für Sun Jinwoo. Bro, what am I re. Also, ich bin sprachlos bei diesem Charakter. Und da, die ist der einzige Charakter, die irgendwas, glaube ich, mit Crit hat. Ich denke ja. Ich bin nicht sicher, bei Emma habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe sie zwar, aber ich habe mir noch nicht so intensiv angeschaut. Aber ich glaube, sie ist der einzige, glaube ich, mit Crit im Charakterbild. Die ist ja insane. Wow. Also, ja, Choi-Jung-In ist interessant. Ich würde ihn einfach mal direkt hinter den packen, weil ich glaube. Wenn nicht sie, wenn nicht Cha-Hei-In wäre, dann wäre er Platz 1 wahrscheinlich mit dem Damage, also mit dem puren Damage.
Wäre er wahrscheinlich der beste Damage-Dealer, aber jetzt gibt es ja Chahei. Und der ist, boah, er ist auch insane. Er hat Defense Decrease, was du im Umkehrschluss, du machst einfach mehr Damage. Er gibt Burn. Sein Cutie ist auch einfach heftig. Und natürlich sein Passive-Skill. Also deswegen ist er insane. Wenn ihr seine Ultimate-Skill macht, dann resetten sich sein Skill 1 und Skill 2. Und dann könnt ihr es nochmal benutzen. Das heißt, ihr macht Skill 1, Skill 2, Ultimate, dann könnt ihr wieder Skill 1 und Skill 2. Nicht schlecht, oder? Also es hört sich auf jeden Fall not bad an. Dieser Typ ist wirklich, also wirklich eine Maschine. Der ist ja jetzt im normalen Banner und, also der ist ein Must-Pull, also würde ich schon sagen. So, also wirklich ein extrem, extrem starker Charakter. Also Emma ist so kompliziert, also da muss ich einfach mal die Seite rausholen. Sie macht mit jeder Attacke einen Stack, das heißt Hard Absorption und Hard, Hard Absorption. Und wenn ihr zum Beispiel 5 Stacks habt, dann bekommt die Defense Increase. Wenn ihr 10 Stacks habt, bekommt die Recovery HP Increase, auf Damage Take meine ich. Und wenn ihr 15 Stacks habt, bekommt ihr Shield. Aber das ist ein anderer Charakter, also das ist wirklich, das ist sogar übel cool gemacht. Wenn ihr hier 5 Stacks habt, dann Defense Penetration. Wenn ihr hier 10 Stacks habt, dann bekommt ihr Fire Damage und 15 Stacks bekommt ihr. The Hard Emission Effect applies to Team Members as well. Boah. What? 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 Also die ist, wow. Die macht Airborne, die macht Burn, die macht das in ihrer Passive. Oh, Damage increased by 77% in der Ultimate. Ja. Ja, mehr brauchen wir nicht, also die ist, oh, ich bin nicht sicher, ist sie besser als, ich bin ehrlich, ich glaube, die drei sind ungefähr gleich gut, also die sind wirklich so stark, ich glaube, Chahei-In ist doch mal ein Ticken heftiger, aber, also, ich glaube, viele werden mir zustimmen, die sind einfach Top-Tier, die vier hier sind einfach geisteskrank Top-Tier. Ja, gut, bringen wir es hinter uns. Ich glaube, ich würde sogar auch hier packen. So. vielleicht sogar Dongso besser als sein fucking Bruder, Mann. Er macht Stun, er hat Airborne, was auch nicht wirklich krass ist. Er gibt ein bisschen Shield und ja, mehr macht er, glaube ich, nicht. Okay, er kann sein Defense ein bisschen stacken, weil es auch ein Defense-Character. Und also, aber viel macht er nicht. Er gibt noch ein bisschen Shield mit seiner Passive, aber das ist wirklich nicht, also das ist wirklich nicht genug für einen SSR-Charakter. Ich glaube, die sind ungefähr gleich scheiße. Also, ja. Das war's eigentlich mit meiner kleinen Tierlist. Wie würdet ihr die Charakter jetzt ranken? Ich glaube, ich werde das so ein bisschen sortieren. Ich glaube, ich würde die sogar auf A packen. Ah, vielleicht doch nicht. Nee, ich glaube, die ist sogar wirklich besser als die zwei hier. Ich glaube, das ist ganz nice an der Position. Ja, ja doch. Sieht gar nicht ganz nice aus. Also, der ist wirklich nicht hier oben, glaube ich, oder? Was würdet ihr sagen? Ah, vielleicht sogar doch. Ich würde es vielleicht sogar doch so machen. Beast Mike ist eine kleine Enttäuschung für mich. Aber er macht halt trotzdem noch guten Damage. Also sehr guten Damage. Aber er verliert halt HP und das macht seinen guten Damage ein bisschen. Ja, ne? Naja. So sieht meine kleine Tierlist aus. Wie würdet ihr die Tierlist gestalten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, war's das. Und danke fürs Zuschauen und tschüss.